Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und in dem heutigen Video testen wir eine Weizen- bzw. Orbfarm, denn auf Citybuild 7 befinde ich mich gerade und hier gibt es die PH Weizen Farm, die habe ich auch bereits im Stream euch schon mal gezeigt. Hier gibt es 900 Villager, die Weizen für einen farmen und der Ertrag sind 312 Doppelkisten pro Tag. Wenn ich hier mal reinschaue, wir haben hier direkt eine Doppelkiste voll und das wird direkt nachgefüllt. Ich werde jetzt einfach mal hier eine Stunde lang diese... Ach, kann ich gar nicht hier machen. Na, das ist ja fantastisch. Ich werde jetzt eine Stunde lang hier diese Farm leeren, um zu sehen, wie viele Orbs man hier überhaupt damit machen kann. Und ja, ich würde sagen, ich lasse das hier im Zeitraffer durchlaufen, damit ihr seht, wie viele Doppelkisten ich ungefähr hier machen werde. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Step on the land. You.
So, ich habe jetzt 48 Minuten gefarmt. Es war nicht eine Stunde, aber ihr habt eben schon gesehen. Also ich habe um 10.30 Uhr angefangen, jetzt ist es 11.15 Uhr und jetzt kommen schon die ersten Leute und wollen da auch was haben. Deswegen ist es jetzt umso schwerer, da etwas zu bekommen. Nachmittag, wo ich die Farm mal getestet habe, ging es eigentlich noch. Da habe ich gut was abgesahnt. Jetzt habe ich sie ja morgen aufgenommen. Wir können mal nachschauen. Hier habe ich eine Doppelkiste voll. Hier habe ich zwei Slots. Hier habe ich fast die ganze Doppeltruhe voll. Hier habe ich noch was. Aber damit wir auch jetzt den höchstmöglichen Betrag für diese Brote bekommen, wichtig, Brote verkaufen. Nicht Weizen. Für Weizen bekommt ihr 2 Orbs pro Stück. Und für ein Brot bekommt ihr 10 Orbs, Orbs pro Stück. Bedeutet, für ein Brot braucht ihr 3 Orbs, 3 Weizen. Das bedeutet, ihr bekommt 6 Orbs. Stattdessen könnt ihr auch für dieselbe Menge 10 Orbs bekommen, also 4 Orbs mehr. Ich würde sagen, ich tue das hier ganz schnell mal hier umstecken, damit wir wissen, wie viele Doppeltruhen wir überhaupt jetzt in dieser Dreiviertelstunde, sage ich mal, überhaupt bekommen haben, damit wir ungefähr uns einen Plan machen können, wie viel Orbs wir gemacht haben und ob sich diese Farm auch überhaupt belohnt, um sie auch aktiv zu nutzen. Ich habe die jetzt einmal im Stream vorgestellt, weil ich sie im Video gesehen habe von Money, meine ich. Gut, ich habe jetzt umsortiert. Eine Doppelkiste, 2 Doppelkisten, 3 Doppelkisten. Hier ist noch was. 3 Doppelkisten. 4 Doppelkisten. 5 Doppelkisten, 6 Doppelkisten. Also fast 7 Doppelkisten haben wir in diesen 50 Minuten circa gemacht. Und ich werde mir jetzt die ganzen Brote nehmen. Oh, ich werde mal hier meine Schaufel da lassen. Ich werde jetzt über die City Builds hüpfen. Am besten da, wo um diese Uhrzeit auch sonst nicht so viele sind. Ich glaube City Build 15, keine Ahnung, ob da viele sind. Ich werde mal schauen. Wir suchen uns jetzt am besten die City Builds, wo wenig Leute drauf sind. 55, ja. Ich glaube, das ist auch schon wieder zu viel. Also Brote werden, denke ich mal... Oh nein. Wir können 9000 verkaufen. Okay, da haben wir schon mal 23.000. Ihr habt auch gesehen, wenn ihr das Video komplett angesehen habt, wenn man auf den Teleporter sneakt, kommt ihr zu weiteren Spawnern, die ihr leeren könnt, um dann eben noch mehr Orbs zu machen. Dadurch, weiß ich nicht, habe ich also bestimmt nochmal 50.000 Orbs gemacht, so zwischendurch. Die Zelle kann ich hinterher ungefähr so drauf schätzen. Ich werde dann auch noch mal den gesamten Betrag, was wir an Orbs hier gemacht haben, einblenden. Ich würde sagen, ich tue jetzt die ganzen Brote verkaufen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt alles verkauft, ausgerechnet, inklusive den Swannern, die ich noch zwischendurch geleert habe. Und jetzt ist circa eine Stunde plus paar Minuten vergangen. Und wir haben, beziehungsweise ich habe in dieser Stunde ca. 300.000 Orbs gemacht. Ist okay, wenn man keine eigenen Farms hat. Es gibt deutlich bessere Farms. Wenn ihr Lust habt, stelle ich die euch gerne in einem weiteren Video vor. Schreibt mir das gerne in den Kommentare oder bewertet das Video mit einem Daumen nach oben. Dann sehe ich das, wenn ihr mehr davon wollt. Die Weizenfarm kann ich an sich empfehlen. Aber dann dürfen da auch keine anderen Leute rumhoppen und die ganzen Kisten leer machen, weil sonst wird das echt schwierig. Ich hatte jetzt Glück, dass ich morgens aufgenommen habe und da eben noch nicht so viele online war. Auf City Build 7, PR Weizen. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, die Kisten ein paar Mal leer machen. Aber wenn jetzt da übertrieben viele rumlaufen, dann es reichen schon 3. Dann macht das schon gar keinen Sinn mehr. Wenn ihr wollt, mache ich gerne eine Fortsetzung von diesem Video. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann auf Twitch wieder. Link ist in der Beschreibung, denn ich habe jetzt Urlaub und dementsprechend werde ich an meinem Server arbeiten und dort zweimal die Videos ausfallen lassen, damit ich mehr Zeit für den Server habe. Ansonsten geht es noch auf Twitch weiter mit den Livestreams. Ansonsten haut rein, abonnieren, Glocke aktivieren und ciao, Leute!